Hallihallo. Mich hat jemand gefragt, ob ich mal erklären kann, wegen, weil das ist komplett neu. Und hat mir das ein oder andere gefragt, ob ich das mal erklären kann. Habe gesagt, kann ja nicht, es gibt bestimmt welche im Netz, die das auch erklären. Keine Ahnung, ob es da jetzt welche gibt. Ich mache das einfach mal, weil er hatte mein Accountname. So, ich habe jetzt 7000 Spiele hier. Habe jetzt hier, das sind hier Zeitschiffe, die bekommt man. Damit kann man dann spielen, die kann man testen. Je nachdem, wenn einer ein Plan ist, kann man unterhalten schon einen Kapitän oder so einen guten, den er drauf tun kann und den er auch umlernen kann, weil die müssen ja auch dementsprechend pro Schiff immer angelernt sein. Habe ich jetzt okay, hier 8, 12, 13, 14, 15, also 15 erspielte, mehr oder weniger erspielte Schiffe. Ja. Weil das zum Beispiel die Smolensk ist eigentlich auch, das war halt Gops für Kohle. Die Kohle ist natürlich auch irgendwo erspielt. Die kann man dann hier in der Waffenkammer. Hier zum Beispiel Kohle für 228.000 könnt ihr zum Beispiel die Jean Board euch holen. Ja. Gibt es Coupons? Zack. Schiffe habe ich schon mal geholt. Das war die Smolensk hier. Das gibt es erst wieder am 23.06. ist wieder verfügbar. Könnt ihr aber auch für Dublon 25% Rabatt oder halt Signale, Tarnungen 25 ist stets. Das ist eigentlich selbsterklärend. Ja. Also man kann sich Schiffe sozusagen. Für Ressourcen, hier steht es auch noch mal direkt da, für Ressourcen holen. Ressourcen sind zum Beispiel auch Stahl. So kann man sich das kaufen. Oder besser gesagt, eintauschen würde ich eher sagen. Weil man hat ja diese Stahl oder diese Kohle hat man ja sich verdient oder erspielt. So, dann hier, für hier sind solche Morgen, die gibt es so Events wie jetzt hier bei den Briten, wo man dann solche Morgen sich auch spielen kann. Ich habe es gemacht, ich habe mir dann aber dafür ein paar, Freunde, also ein paar Signale geholt. Signale sind hier. Also zum Beispiel hier in der X-Ray, das sind für mich sind das Kampfsignale. Ich sage immer vorhin, ist aber eigentlich verkehrt, das sind Signale. Und früher haben die Schiffe damit, so, um nicht Funk übers Funk zu nutzen oder um einfach nur schneller oder abhörsicher, keine Ahnung. Es gab es eigentlich einige Vorteile, einige Nachteile. Man muss es natürlich erstmal sehen, ne, dass da einer Signale hisst, ne, muss auch erstmal einer gucken. Beim gegnerischen Schiff, ne, also beim gegnerischen Schiff, die Signale waren eigentlich für Freund-Freund-Erkennung, ne, und Freund-Freund-Gespräch gedacht. Sei denn, es ist eine Pestsignal gewesen, da gab's aber, das war aber Flaggen, glaube ich. Wenn einer zum Beispiel Quarantäneflagge oben hatte, bedeutet das, durfte keiner an Bord gehen und so weiter. Aber das sind Signale, so, und das ist für Kampf so wie ich sie nenne, ne? Brandbekämpfung minus 20%. Die könnt ihr euch später dann oder sobald es möglich ist, auf euer Schiff machen, dann habt ihr, wenn ihr von HE beschossen wird, habt ihr halt minus 20% ne, Zeit für Brandbekämpfung. Es geht 20% schneller, den Brand zu bekämpfen. So war das, Entschuldigung. 20% schneller, um den Brand zu bekämpfen, wenn ihr die Fahne oben habt. So, hier habt ihr zum Beispiel Reparaturmannschaft, wiederhergestellte Schiffs-TB. Ne? Also Schiffs-TB. Eure Punkte, die ihr habt auf eurem Schiff, ihr habt zum Beispiel auf jedem Schiff unterschiedliche Punkte. Ja. Ist hier bei Überleben, Verborgenheit, Panzerung, ihr bei Überlebensfähigkeit. Habt ihr zum Beispiel hier bei der Schiffschorsch sind es 32.200 Trefferpunkte. Ja, also wenn die weg sind, seid ihr tot. So. Und davon,
wenn ihr die vorne habt. Und noch dazu, das Schiff hat die Schiffstorche ja hier nicht, Heilung hat. Ne? Also deswegen hat es auch keinen Sinn, jetzt sag ich mal, diese Fahne hier drauf zu machen. Wäre es, weil, wenn es überhaupt geht, das geht ja glaube ich gar nicht. So, Module. Ne, Äußeres war es. Entschuldigung. Äußeres. Hier steht es nochmal. Ne? Ihr habt dort. Das ist hier jetzt nicht möglich, weil ihr diese Funktion der Heilung nicht hier habt auf dem Schiff. So, früher konnte man das glaube ich sogar anklicken, wenn da einer jetzt nicht genau geguckt hat, hat das auch schön hier und so weiter und hat aber nicht dran gedacht, dass das Schiff das nicht hat, war natürlich dieses Signal dann für umsonst. Das hat der Wargame jetzt mal geändert. Eine von den Sachen, die sie eigentlich hier schon hätten viel eher machen müssen. Aber weil diese Signale, diese Kampfsignale relativ schwer zu bekommen sind, relativ gesagt, ihr könnt die auch spielen, wie gesagt, ihr könnt die auch hier in der Waffenkammer, wo ich vor uns gezeigt habe, per Credit oder per Kohle oder was weiß ich jetzt, könnt ihr euch die holen. Also wie diese Punkte, die man auch spielen kann, könnte. Ne? Also was ich vor uns gesagt habe, diese Schiffs. Morgen, ne? Wenn so ein Event ist, könnt ihr euch auch solche Signale, weiß nicht, glaube nicht alle, aber einige Signale könnt ihr euch damit auch spielen. So, ne? Dann habt ihr hier noch wahrscheinlich keinen Brand mit einer Granate bis Kaliber 160 mm oder mit einer Rakete zu verursachen. Raketen ist halt auch für Flugzeugträger gedacht. Und hier im Spiel gibt es die Flugzeugträger oder besser gesagt die Flugzeuge mit Raketen, Bomben und Torpedos. Ja. So, und deswegen ist hier bei Raketen auch plus 0,5% Brandwahrscheinlichkeit dabei. Ja. Also ich habe jetzt schon alles ausgerüstet, aber gehen wir nicht, dann vergesse ich das wieder rauszunehmen. Das sind so besondere Signale. Ihr seht hier, da gibt es gleich dreimal bei der Skiller. Da gibt es zum Beispiel dreimal, einmal 25 auf Credits mehr. Einmal 50 auf EP mehr und einmal Kapitäns-EP 150 mehr. Weil der jetzt noch relativ unausgebaut ist. Ihr seht, ich habe ja gerade erstmal ich habe es jetzt schon zwei erspielt. 12 sind 12 insgesamt. 12 insgesamt ist ein Punkt, drei Punkte. Zwei Punkte, Entschuldigung, das sind drei insgesamt. Das sind drei Punkte, das ist immer pro Skala ist ein Punkt. So, und das vier Punkte wären das jetzt. So, also hätte ich jetzt hier, ja, 1 plus 2, 3 plus 3, 6 und hier sind es 10. Also die zwei werden hiermit angezeigt, aber die zwei habe ich noch nicht vergeben, weil ich möchte dann. Ich brauche, um die nächste Fähigkeit zu holen, das weiß, bin ich mir noch nicht sicher, wahrscheinlich werde ich hier Trägheitszünder holen. So. Trägheitszünder holen und werde hier dann die Trägheitszünder skillen. Ja. Aber erst noch mal zurück. So, bis 19, haben wir einen hier. Nein, aber auf anderen Schiffen haben wir zum Beispiel. Nehmen wir da einfach mal die Zahl. So, hier seht ihr, hier haben wir 19 Punkte. Ja, also, hier kann ich auch keinen mehr vergeben. Hier ist dieser Balken ist auch weg, dieser Kapitäns-Erfahrungspunkte-Balken, der dann immer weiter wächst, desto weiter ihr für ihn Erfahrung spielt, also aber bis 19 und weiter geht's nicht. Die EP, die er dann auch spielt, die sammeln sich dann wie hier bei der Sage ganz extrem immer hier.
wie bei der Gearing. Da müssen wir aber rausgehen. Das sieht man jetzt hier in dieser Ansicht nicht. So, das sieht man hier 4.393.000. Ich habe schon lange, die habe ich schon lange. Und weil ich ja immer mal wieder gespielt habe, habe ich jetzt schon über 4.393.000 verdiente EP auf diesem Schiff. Die kann man dann umwandeln und so weiter. Aktuell so. Credits, ja, das ist gegen Credits, Dublon 1000, nein, wollen wir nicht. Aber hier kann man die zum Beispiel in Free EP umwandeln. So, sieht man dann hier, meine Smolens jetzt, die habe ich noch nicht, die spiele ich nicht sehr oft. Aber also hier bei der Georgia, der gut, oder wie gesagt, diese ganzen EP, die kann man dann umwandeln. Also hier wäre jetzt für 9000 Dublonen, die ich jetzt hier oben auf dem Konto habe, das sieht man jetzt mal schlecht, könnte ich 226.000 Free EP umwandeln. Also mache ich natürlich nicht, ist mir zu teuer. Gibt es aber wahrscheinlich, ich weiß jetzt nicht genau, es gab es glaube ich schon, auch schon, wo man bessere Prozente hatte, um die umzuwandeln. Ja, einmal oder zweimal. Da hat es dann eben für, hier steht es ja zum Beispiel, hier, für eine Dublone, das ist jetzt so viel, da waren es halt 35. Ne? Also eine Dublone hat dir 35 Erfahrungspunkte gegeben, ne? Also Free EP. Hast du 35 Free EP für eine Dublone bekommen. Jetzt bekommst du halt bloß 25 für eine Dublone. Also da könnt ihr das dann abwarten, wenn ihr das machen wollt, weil die Dublonen hier, die kann man sich zwar teilweise auch nur sehr gering, in sehr geringen Mengen auch spielen. Also es ist auch nur in so Events oder man hat mal Glück und tut hier bei den Containern, die man hier auch spielen kann. Ja, das sind dann halt so Container, die dann hier auftauchen. Wir machen dann mal, das könnt ihr in anderen Videos von mir sehen. Da taucht dann hier eine Kiste auf. Vielleicht wart ihr auch schon so weit und habt selber schon so Kisten gesammelt. Und da drinnen kann man dann Glück haben, dass da mal so viele Dublonen drinnen sind. Oder man geht auf Supercontainer, was bedeutet unten sein Glück versuchen. Das ist dann die letzte Spalte, wenn er da drauf geht, hier bei Container, geht dann hier ein Button auf, ne, und so weiter. Und da kann man dann raussuchen für Ressourcen, für Credits oder zum Beispiel oder für Signale oder Zufallscontainer. Das ist dann dieses Würfelsymbol, da kann man das dann raussuchen. Hier zum Beispiel Supercontainer, da können dann mal, keine Ahnung, 2500 oder so Dublonen drin sein. Hab ich auch schon mal gehabt, ich glaube 2000 oder 2500, kann ich gar nicht mal so genau sagen jetzt, aber um die Drehe war es. So, wo waren wir jetzt noch stehen geblieben? Und zwar hier bei nochmal so. Äußeres nochmal erstmal. So, Äußeres. So, wie gesagt, was keinen Sinn macht, hat Wargaming hier zum Glück jetzt mittlerweile rausgenommen. Also, ihr könnt es anklicken und einbauen, aber es bringt euch nichts. Ihr verschwendet nur diese Signale. Deswegen hat Wargaming diese Zeichen reingemacht, warum sie es nicht komplett gleich. So dass man sie gar nicht mehr anklicken kann, gemacht haben, weiß ich nicht. Bringt halt zu wenig Geld. Sowas machen die halt, keine Ahnung, wenn sie wirklich Langeweile haben oder vielleicht macht das der Azubi oder so. Weil solche Dinger, was auch wichtig ist in meinen Augen, macht Wargaming nur sehr, sehr sporadisch, also sehr selten. So, wie gesagt, das sind die Kampfzonen, also auch bis hierher. Die Gearing sind wir jetzt so. Und zwar bei der Gearing macht es Reparaturmannschaft eigentlich, dachte ich. Ne, das ist Motorboost drin, okay.
Okay. Ja, dann gehen wir nochmal zu Shishosh. Wo ist die Shishosh? Shishosh war die 7. So, also das ist immer noch leicht holen. Das sind Mods, die ich hier drauf habe. Die könnt ihr bei World of Warship auch runterladen. Da könnt ihr sie einzeln auch runterladen. Besser. Ich habe hier über Aslan ein, das ist auch ein Mod. Also da habe ich schon immer hier. Kann man jetzt nicht sehen, ja. Da habe ich schon immer, also Aslan, Aslan, WoWs, also World of Warship. Und dann kommt die, kann man sich die Mods runterladen. So, und da kann man sich zum Beispiel sowas runterladen oder andere Skins hier, wie hier das Aussehen und so weiter, ja. So. Das könnt ihr aber selber ausprobieren, das ist relativ einfach. So. Ich wollte auf die Schiffschorsch gehen. So. Genau. So, und zwar Module. Bam, bam. So. Hier habe ich jetzt alle Module erforscht. Bei der Schiffschorsch, weil ich gerade jetzt hier bin. Also hier bei Module seht ihr dann, was ihr noch einbauen könnt. Hier ist es jetzt zum Beispiel Flaglafetten 14. Flaglafetten hier sind es nur 12. Das seht ihr auch hier. Ne? Sekundär Geschütze sind hier zwar plus 2 mehr, aber es ist schon besser, wenn ihr mehr Flak einbaut. Obwohl, wie gesagt, auch ein Sechser, wenn das ein guter Flugzeugträger, Fahrer oder Spieler dabei ist, der nimmt euch auch raus. Also auch mich, ich habe hier Flugabwehr 50, ne? Also obwohl ich jetzt auch hier, ne, also defensives Flakfeuer drin habe. Ich habe aber hier, wie gesagt, keine Jäger, aber defensives Flakfeuer drin, obwohl ich mir bald wünschen würde, ich würde das eigentlich reinnehmen. Ich denke mal, das werde ich auch reinnehmen. Ja. Das Flakfeuer, das bringt mir eh nichts. Also ja, papp. So. So. Ihr könnt das jetzt nochmal verbessern. Das ist schon automatisch, weil ich vorher das defensive Flakfeuer schon verbessert hatte. Könnt ihr hier ist kostenlos und hier bezahlt ihr pro Spiel, bekommt ihr eins mehr. Ja, bezahlt ihr dann 22.500 Credits, um das wieder aufzufüllen. Ihr seht auch hier, Ortung der Torpedos, 3 Kilometer seht ihr die eher. Ortung von Schiffen, wenn sie im Nebel zum Beispiel stehen. Ne? Es gibt ja sowieso eine Grundaufdeckung, auch wenn sie im Nebel, also wenn ihr richtig nahe am Nebel seid, seht ihr sie auch, je nachdem, mit was für ein Schiff ihr da hinfahrt. Aber sagen wir mal, hier müssen wir schon 2 Kilometer oder was ist 1,5, keine Ahnung, vom DD wegstehen, um den zu sehen. So, wenn da im Nebel steht, ne? Sonst gilt natürlich die Aufdeckungsreichweite des DD, wenn da zum Beispiel eine Erkennbarkeit hat von 5 Kilometern, seht ihr den auch nicht eher. Ne? Also, ihr habt jetzt hier zum Beispiel Verborgenheit bei jedem Schiff zum Beispiel stehen. Ne? Also hier Erkennbarkeit zu Wasser 11,6. Relativ schlechter Wert. Aber ist halt so. So zur Luft. Also wenn ein Flugzeugträger, wenn euch nicht hier schon eher aufgemacht hat, ne? Und ein Flugzeugträger kommt, da macht er euch halt dann auf 5 Flugzeuge von einem Flugzeugträger oder von einem anderen Flugzeug, von einem anderen Schiff. Macht er euch bei 5,8 auf. So. Hier steht Entfernung auf das Schiff garantiert von einem gegnerischen Schiff entdeckt wird. Selbst im Nebel oder hinter einer Insel. Ne? Also diese 2 Kilometer, was ich vorhin sagte, da müsst dann schon 2 Kilometer in der Nähe vom DD beim Nebel sein, um den aufzumachen.
Das überlebt er meistens sowieso nicht, weil dann die Torpedos von dem DD kommen, wenn da nachgeladen hat. So. Und das war Erkennbarkeit nach Abfeuern der Halbgeschütze. Also ihr könnt es auch so selber lesen. Also ihr könnt überall mit dem Cursor drauf gehen und könnt euch dann noch spezielle und genaue Daten rausziehen, also die euch vielleicht interessieren. Ja. Also hier geht es um Nebel. Ne? Ihr könnt ja auch mit dem Schiff in den Nebel reinfahren, wenn euch, ihr habt Glück, ihr habt einen guten DD-Fahrer in eurer Nähe, der froh ist, dass ihr da seid, weil er dadurch halt ein bisschen Rückendeckung hat oder so. Und ihr seid auch nah genug, wenn es um Cap geht oder sonst was. Ne? Also Teamplay ist ja hier bei dem Spiel das A und O. Also könnt ihr hier dann aus dem Nebel dann entdeckt werden, ne, noch abfeuern. Ne? Wenn einer vom Gegner näher als 6,7er dran ist, entdeckt er euch halt auch im Nebel, wenn ihr feuert. Ja? Ne? Also ihr steht jetzt im Nebel, so, und ein Gegner kommt. Es kann jetzt auch ein DD sein, ne? Also da vorher noch nicht auf war, ne? Aber schon relativ nah war, da war meinetwegen plus 7 Kilometer weg von euch. So, jetzt tut euer DD euch einnebeln und ihr fangt es an zu schießen. Und da ist auf immer der DD, den ihr vorher nicht aufmachen konnte, weil da eine Tarnung, eine viel bessere Tarnung habt als ihr. Ne? Also, der hat halt meinetwegen die Tarnung von 5,4 Kilometer mit einer Kakao und so. Der DD bei euch. Konnte den nicht aufmachen, weil Kagero hier einen der besten Werte mit hat. Und so, jetzt fangen die an zu schießen. Die Kagero kommt natürlich jetzt auf ganz schnell auf eure Reichweite, also auf diese 6,7 oder unter 6,7. Ihr schießt den Nebel schön und so weiter. Auf einmal geht dann bei euch hier oben irgendwo entdeckt auf. Dann gebt Gas, gebt Gas. Je nachdem, wie ihr steht, hoffe ich, ihr könnt schnell. Sag ich mal, hinter einer Insel verschwinden oder sonst wo, weil sonst seid ihr tot. Ne? Also, wenn ihr im Nebel aufgeht, ist es meistens entweder ein DD in der Nähe oder ein Flugzeug. Ne, Flugzeuge machen euch auch nicht auf, die sind meistens höher. Ich weiß nicht, wenn sie euch sehr tief anfliegen, den Nebel, aber das kann ich jetzt nicht beantworten. Aber die Flugzeuge kann man ja, wenn jemand anders die aufmacht, außerhalb des Nebels, kann man die mit seiner Flak wegschießen, ohne es aufgedeckt zu werden. So. Flugabwehr ist ja sehr bescheiden hören. Ne? Deswegen hatte ich eigentlich dieses defensive Flakfeuer drin, aber dieses defensive Flakfeuer selbst ist genauso schlecht. Also das ist wichtig. Bei dem Schiff sind Erfahrungswerte natürlich, die ihr dann jeder selber machen muss. Die sind ja relativ wichtig, die ihr dann, wo ihr dann sagt, nee, bringt mir gar nicht dieses defensive Flakfeuer. Wenn da gut ist, nimmt er mich so oder so raus, ob ich ein Kreuzer bin oder nicht. Aber diese Erfahrung, man müsste selber machen. So, ich spiele jetzt zum Beispiel bei diesem Schiff, ja, hier auf die Tschapajew. So, weil gerade dieses Jahr ein neuer Russen-Kreuzerbaum rauskommt, wo hier die Schiffschurch auch drin ist. Und da einige Veränderungen auftreten werden und da auch diese Moskwa, die dann am Ende als Zehner in diesem Kreuzerbaum ist, als Kohle oder Free EP oder irgendwas in der Richtung nur noch zu bekommen ist, auch spiele ich die mir jetzt. Ja. Und auch der Fünfer Kreuzer, da also vor ihr ist, können wir schnell auf Forschung gehen. Dieser Fünfer, babam. Nee, Quatsch. Hier ist er doch. Der Kirov soll auch ein Premium-Schiff werden. Ja, das kommt dann hier noch mit dazu. Das dann, würde dann hier dran stehen oder so. So. Und die Moskwa. Ja. Hier. So, hier ist er. Die fällt dann weg. Die geht dann als,
Wie hier, das Smolensk ist halt ein Kohleschiff. Das ist das Slava, okay. Schlachtschiff, gut, dass wir die Kremlin schon haben. So, oder die kommt halt, das Slava kommt als, glaube auch als. Entweder bringst du es in der Werft oder sowas, oder Stahlschiff, oder Kohle oder Free-EP. Also, lassen wir uns überraschen. Ja, und die Moskwa fällt dann weg. Und die Moskwa ist halt super gut, weil die hat 12 Kilometer Radar. Zwar nur über eine gewisse Zeit, aber die macht halt alles auf mit diesen 12 Kilometer Radar. Ja, wenn die, das können wir uns jetzt natürlich nicht angucken, weil ich das nicht erspielt habe, bis jetzt noch nicht erspielt habe, die Moskwa. Und da ist die schon sehr gefährlich. Aber frontal, die schluckt auch einiges weg. Also ist ein guter, schwerer Kreuzer. Also gegenüber eine Smolensk zum Beispiel, die wir gerade gesehen haben, ist die Smolensk, die hat erstmal fast keine EP, deswegen hat sie Nebel. Die hat fast keine EP und also EP ist auch TP, Trefferpunkte, die hat bis 30.000, um die 30.000. Plus minus Bord zerquetschte und da ist die relativ mit einer Salve kann man ein Schlachtschiff relativ gut rausnehmen. Ja. Sei denn, man ist RNG sagt nein, heute nicht. RNG bedeutet halt, eure Treffergenauigkeit wird auch manchmal vom Computer mit sag ich mal, beeinflusst. Indem ihr mal genauer trefft und mal schlechter und mal sagt der RNG-Gott sagt manchmal nein, heute nicht und dann darf das Schiff leben. Sei denn, jemand anders nimmt es raus. So, wie gesagt, Äußeres hatte ich euch erklärt. So, diese Fahnen, wie gesagt, sind wichtig. In den kleineren Stufen würde ich die jetzt nicht spielen. Vielleicht ab Stufe 5 oder 6, 7, irgendwo in der Richtung, da würde ich das dann vielleicht reinmachen. Das muss dann jeder auch selber entscheiden. Ja, also es geht ja hauptsächlich hier darum, dass man den Kapitän gut leveln kann, weil bis 19 dauert schon ein Stückchen, immer den auf 19 hat. Und dann kommt natürlich noch das dazu. Ja, Kapitänserfahrungspunkte, hier sind nochmal 50%. Das sind sozusagen diese Bonussignale. Hier Free EP, ja, plus 300%. Ja, dass man umso mehr man davon bekommt, umso besser. Ne? Also diese Free EP kann man für einen Kapitän benutzen, um den zu leveln. Das kann man dann hier machen. Zack. So. Man geht dann hier, also ihr seht, ich habe jetzt nur 2000 Kapitänserfahrungspunkte und müsste jetzt, um das eine Level zu machen, noch also ein Punkt den Kapitän, also um auf 3, hier zum Beispiel 3 oder hier dann 13 zu machen, müsste ich halt 69 1520 Free EP einsetzen. Das sehe ich jetzt aber nicht ein. Das sehe ich jetzt aber nicht ein, weil das ist auch kein besonderer Kapitän. Es gibt besondere Kapitäne wie beim Atlanta habe ich keinen besonderen drinnen. Nee. Bei Zehnern zum Beispiel. Bei Zehner habe ich die zum Beispiel drinnen. Da sieht das dann so aus. Achtung, also mal auf Haufen zurückgehen. So, Achtung. Ich habe einen besonderen drin. Auf jeden Fall bei der Kremlin. Das auch noch nicht ganz hier, aber wo steht kurz davor hier. Ne? Also da ist schon auf 18, also einer fehlt mir noch. So. Und zwar hat er hier dieses Zeichen drin bei Eliteschütze. Bedeutet Drehgeschwindigkeit der Geschütze plus 1%. Also Kremlin dreht schon relativ fix, aber plus 1% halt noch mehr. Ne? Also, Entschuldigung,
Über 139, genau, über 139 mm plus 1. Wäre das jetzt Kaliber bis zu 139, also unter 139, wird es sogar 3% schneller drehen. Also im Kampf kann euch das Leben retten, wenn der Turm schneller rumgeht. Also die Erfahrung werdet ihr später natürlich auch noch, je nachdem, was ihr fahrt. Ne, aber die Erfahrung tut ihr auf Garantiert auch noch machen, dass die umso schneller, die gerade bei Schlachtschiffen, umso schneller die sich drehen, umso besser. Ne. So, ihr seht es auch hier nochmal, ich habe hier bei der Schmollenz einen drinnen hier. Ne. Aber hier ist zum Beispiel höchster Alarmbereitschaft. Leute, hier ist zum Beispiel die Ladezeit der Verbrauchsmaterialien erhöht. Auch diese Schadensbegrenzungsteam halt, ne? Also ja, wenn ihr dann mal Schaden bekommt oder ihr brennt, machen wir so, ihr brennt und meinetwegen ihr habt jetzt sogar schon drei Feuer drauf und das, ihr habt nicht mal viel TB. Und das ist ja alles, wo man relativ absehen muss, wie viel Schaden kann man einstecken. Und wie viel sollte man vermeiden? Ne? Also trägt dort natürlich mal auf Schadenbegrenzungsdings. Ne? Also da habt ihr dann hier bei Module ja ne? Dieses Schadenbegrenzungsteam 2 habe ich da jetzt schon drin. So und das wurde dann 20% ihr habt gedrückt. So und dann du hast hier diese Ladezeit. Bedeutet 30,4 Sekunden, dann würde das nach 30,4 Sekunden wieder aufleuchten und dann könnt ihr wieder drücken. Ja, das zählt dann runter und so. Und das ist diese 30,4% ist aber nur Sekunden, ist aber nur weil hier bei der Kapitän 20% hier Schadensprozente drin hat. Normal sind es um die 10 oder sogar bis 5, ich weiß jetzt gar nicht. Zum Beispiel hier so, ja, sind bis 10 bei der Yamato sind zum Beispiel bis 10, wo ja auch ein extra guter Kapitän drin ist, aber seht das dann auch hier, so habt ihr so extra Talente und so weiter, wie hier zum Beispiel Feuerwerk zum Beispiel, wenn Kapitänstalente wie hier versteckte Reserven, könnt ihr das euch mal durchlesen, wenn diese aktiviert werden zum Beispiel, ja, wenn diese Fähigkeit aktiviert werden, dann geht es hier Feuerwerk hoch. So, dann hier farbige Geschossspuren, sieht halt schön aus, das heißt, es ist genau wie das Feuerzeug, Feuerwerk, ja. Das bringt halt, das sind die uns halt Personalisierung, also sagen wir mal Skins, ne? Also eine schöne, breitere Flagge hier, das seht ihr selber. Ne? Das ist also als Verschönerung, ne? So gedacht. So. Nochmal auf die Kremlin zurückzukommen, hier seht ihr nochmals, hier bei der Kremlin sind es 20%. Bei der Modus ist es zum Beispiel 10%. Hier habt ihr 20% schnellere Ladung, also wenn ihr schon mal gedrückt habt oder ja, weil wenn ihr losfahrt, ist es eh schon, könnt ihr es sofort aktivieren, das ist schon vorgeladen, aber wenn ihr jetzt, sag ich mal, einmal schon gedrückt habt, braucht das hier bei der Kremlin halt nur diese 30 Sekunden, also 0,5 oder was das war, um wieder aktiviert werden zu können. Dann tut das sozusagen Leuten dieses Schadensbegrenzungsdieb. Bei der Yamato ist es halt natürlich länger. So, wie gesagt, hier sind es 10% Hafen gehen. So, das ist 10%. Gehen wir auf Module. So, hier seht ihr, hier sind es 78 Sekunden, ne? Ladezeit. Es ist sowieso, sagen wir mal, das eine Schiff oder das andere ist eh schneller oder langsamer mit dem einen oder anderen, aber dadurch kann man das trotzdem immer noch beschleunigen.
Also wenn ich jetzt hier diese besondere Fähigkeit vom Kapitän drin hätte, hätte ich jetzt auch weniger Ladezeit, könnte ich schneller wieder drücken, zum Beispiel, und nicht brennen, könnte ich schneller wieder löschen. Ja. Ne? Also zum Beispiel, oder Wassereinbruch auch. Ne? Das ist auch ganz wichtig, weil Wassereinbruch verliert man auch so viel. HP, also TP, Trefferpunkte. Ich sag mal HP, also Trefferpunkte. Wie gesagt, ich glaube, bei World of Tanks war es HP, aber ist egal. Also wie gesagt, wenn man drei Feuer hat, ist das auch extrem, ne? Was man da an TP-Trefferpunkte verliert. Ne? Und wie gesagt, bei einem Feuer würde ich nicht löschen, weil dann gibt es die Fähigkeit ja auch hier zum Beispiel. Ne? Verringert das Risiko eines Brandes. Ne? Also da habt ihr dann auch. Es brennt ja auch schlechter, ne? Wenn man das zum Beispiel geskillt habt beim Schlachtschiff. Ja, also und der Feueranzahl wird auf 3 reduziert. Ihr könnt bis zu 4-mal brennen. Aber wie gesagt, ich tue hier, wenn es möglich ist, bei 3 tue ich eigentlich schon hier die. Ja, wie gesagt, das kann man schlecht sagen, weil ich tue da auch mal die Schadensbegrenzungsteams eher mal drücken, bevor ich jetzt zu viele TP oder HP verliere. Ja, das muss jeder selber entscheiden. Das ist, wie gesagt, da bin ich jetzt mit der Zwickmühle, um das zu erklären, weil da muss jeder selber wissen, vielleicht brauche ich die später noch. Ja, kann man immer schlecht sagen. Ja. Man hat halt begrenzt, ne, je nachdem. Man hat halt begrenzte Anzahl und deswegen hier habt ihr halt unbegrenzt, aber es braucht trotzdem Ladezeit halt, ne? Die Ladezeit sind hier 76 Sekunden und bei der Kremlin sind es halt 30, weil die besondere Fähigkeit hat. Ja. Und da hat halt auch noch eine. Bei der Kremlin ist es halt auch begrenzt. Das jetzt Anzahl des Verbrauchsmaterial 5, ne? Unter Ladezeit steht es. Ne? Hier ist auf 5 begrenzt und bei der Yamato ist es unbegrenzt. Dafür dauert es aber länger. War doch gerade unbegrenzt, ne? Da gestanden. Wieso stand da jetzt? Ach nee, Quatsch hier. Hier ist es unbegrenzt. Entschuldigung. Ja, ihr habt da jetzt noch mal bei der Durmannschaft 2, ihr könntet direkt TB, also Trefferpunkte, euch zurückholen. Ja. Ihr habt das begrenzt, dann sind 5, 4, also unbegrenzt bei der Yamato aber nur. So. Und hier gehen wir einfach noch mal auf Äußeres. So. So, da könnt ihr aber hier auch noch Verbrauchsmaterialien 5% dazu machen durch so eine Flagge als Signal. Ja. Was hier natürlich wichtig ist, warum ich das jetzt nicht drin habe, weiß ich jetzt nicht. Du mal. Wahrscheinlich hatte ich nicht mehr genug Signale damals oder was, ich weiß nicht. So, jetzt haben wir wieder einige raus, warum auch immer. Muss ich dann mal wieder hier, weil das ist auch wichtig, Flugabwehr. So, und hier sekundär, wenn doch mal einer näher ist, extra Schaden, den die Sekundäre verursacht. Ne? Das könnt ihr ja alles lesen, das ist ja relativ selbsterklärend hier. Feuerreichweite, Sekundäre plus 5%. Ne? Also Sekundäre findet man jetzt hier. Also das ist jetzt 6x2, 127 mm. Warum das jetzt hier doppelt steht, ich weiß nicht, ob das jetzt pro Seite ist. Kann sein, dass das pro Seite ist. Obwohl da oben steht Mod 3. Naja, ihr seht es jedenfalls. Ne? Also das ist hier auf 7,7 Kilometer. Ne? So. Tun wir die mal ausbauen. 7,7 Kilometer haben wir gesagt. So. Es ist bis noch 7,3. Ne? Ihr seht, ja, es sind 400 Meter weniger.
Das ist, kann manchmal viel ausmachen. Also das soll man nicht unterschätzen. Ja, also so könnt ihr das sehen. Ne? So, zack. So, ist überall, ne, bei Sekundären hier 7,7. Alles Sekundäre gewesen. So, feuerreiche Halbbatterie 26,6. Ne, also sehr guter Wert. Deswegen bleiben auch viele Yamatos relativ weit hinten stehen. So, nicht bloß deswegen, weil sie auch relativ gut brennen. Und dadurch, wenn sie hinten stehen, natürlich auch mal sich den Feuerregen entziehen können. Das kommt auch immer drauf an. Das ist so, wie soll ich sagen, strategisch von Spiel zu Spiel unterschiedlich, wie man mit der Yamato spielt. Man kann ja auch näher ranfahren, wenn da Inseln sind, wo man auch als Yamato sich mal Deckung holen kann und zum Beispiel seine TB wieder aufzutanken. Also die TB, wie gesagt, ihr bekommt dann, wenn ihr den Button drückt für Heilung, bekommt ihr so und so viel plus 20% Heilung wieder. Ja. Also das ist schon für Schlachtschiffe zum Beispiel sehr wichtig. Ja. Für alle Schiffe, die sich heilen können, auf jeden Fall. So, ihr könnt mir jetzt noch eins mitnehmen. Ich habe jetzt das. Hier seht ihr, das ist auch wieder ausgekraut, sagen wir jetzt mal. Oder wird halt. Weil ihr habt ja keine Torpedos, ne? Deswegen wäre das sinnlos. So. So, Reparatur eines Wassereinbruchs ist auch wichtig, deswegen nehmen wir das noch mit. Ja. Wenn ihr jetzt eure Reparaturmannschaft nicht gleich benutzen könnt oder nicht wollt, weil ihr keine Ahnung, ne? Es gibt so viele Gründe, das werdet ihr selber dann mit der Zeit dann rausfinden, wann drückt die Reparaturmannschaft oder wann nicht. So, Reparatur eines Wassereinbruchs 20% weniger. Wenn ihr jetzt eure Reparaturmannschaft nicht drücken könnt, ist da halt 20% schneller automatisch repariert. Ne? Also jeder Brand, jeder Wassereinbruch wird nach so und so viel Sekunden gelöscht, sozusagen. Oder geht von allein aus, wie man es nennen will. Ne? Das ist, ne? Keine Ahnung. Bei dem einen, da tun halt die Azubis sozusagen den Wassereinbruch und den Brand löschen, bei dem anderen ist es halt die Berufsfeuerwehr. Ne? Wie man das auch denken mag oder möchte. So. Zeit für Brandbekämpfung wäre natürlich auch gut, aber man kann halt nicht alles haben. Ist halt, mein Urlaub, ich nehme halt sowas weg hier, zum Beispiel Free EP. Da habe ich hier EP gefasht, das kann ich wegnehmen, das brauche ich auf jeden Fall hier drin nicht. So. Babam. Den brauche ich hier. Zack. Und schon ist er drin. So, das ist wichtig für die Yamato. Wenn man will, kann man das auch noch reinmachen, aber es ist relativ selten. Ich habe schon lange keine Yamato oder sowas als Detonation gesehen oder davon gehört. Weil ich ja auch viele YouTube-Videos angucke und so weiter. Also habe ich auch noch nicht gesehen. Also bei einer Yamato, ne? Aber eher eine Yamato hat. Das ist jetzt ja nur Anschauungsmaterial gewesen. So, und wie die Gedanken sind, so wenn man später auf den Klassen ist. So, also wenn ich neu wäre, ne? Also ich weiß natürlich nicht, wie viel EP habe ich hier stehen oder hier auch stehen. Ne? Wenn ich jetzt neu bin, hat man ja heutzutage schon ein paar, denke ich mal, ein paar EP drauf. Ihr könnt ja auch eure Schiffe, sobald ihr gewisse sozusagen auch gespielt habt, könnt ihr die ja auch verkaufen. Ja, also könnt ihr dann hier drücken, so, zack. Also
Rechtsklick, dann könnt ihr hier Module, könnt ihr aber euer, auch gehen zu Hauptschiffen entfernen. Das ist das Hauptschiff, weil dieser blaue Balken drin ist. Ne? Das bedeutet, der steht immer am Anfang hier. Ne? Oder also seht auch hier die, jetzt haben wir jetzt die 10er Schiffe sozusagen nur hervorgerufen. So. Aber die Schiffe, die ich halt noch als Hauptschiffe habe, die sind halt hier. Ne? Auch mit als erstes hier. Ne? Also, so, hier hinten sind dann die, die ich nicht als Hauptschiff habe. So. So. Wie gesagt, ihr kennt Schiffe, die ihr dann nicht mehr mag oder so, die könnt ihr alle verkaufen. Deswegen habe ich hier nur 90 drin. So. Ihr könnt aber natürlich. Inventar, hier habt ihr das Inventar. Seht. Und euer Name. Und ihr könnt auf Inventar gehen. Wenn ihr nicht genug Geld habt, ne? Zum Beispiel mal, es wird euch später erst richtig viel nützen. Jetzt in den kleineren wird euch das nicht bringen. Dann könnt ihr zum Beispiel sowas könnt ihr dann verkaufen, ja. Ja. Könnt dann hier das auch genau aussehen, was ihr jetzt hier verkaufen wollt. Ja. Das ist aber auch, wie gesagt, Inventar, das ist glaube ich auch erst ab Stufe 15, also ab Rang 15. Wir haben ja alle, also höher als Rang 15 geht es bis jetzt noch nicht. Haben wir alle Rang 15. Hier zum Beispiel, ich tue ja immer die hier verkaufen, weil die mir nicht viel bringen. Das ist hier zum Beispiel, ja. Ne, die nicht, wo sind sie? Ja, wahrscheinlich stehen sie ganz unten, die am wenigsten bringen, sind am günstigsten und das günstigste ist ganz unten. Ui, so, hier. Aber die kann nicht verkauft werden, das sind original, also hier, das sind hier Premium-Tarnungen sind das ja genau. Aber die kann nicht verkauft, kann nicht verkauft werden, kann nicht verkauft werden. Irgendwo müsste die günstige sein. Ja, Typ 2 zum Beispiel. Ja, plus 4% hier. Ne, Streuung von Granaten, die Gegner auf ihr Schiff abfeuern, plus 4%. Ne, verkaufen. Zum Beispiel kann man hier drücken, ne, also bringt jetzt nicht viel. Ich weiß nicht, wie viel ich da habe. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie viel steht da? Ach, 12, hier steht es doch. Hier stehen 109. Hier 181. Also könnte ich jetzt hier 181 so verkaufen. So. Bekomme ich 675.000 raus. Ne? Credits. So. Das kannst du dann hier so weitermachen. Also die brauche ich nie hier, also deswegen kein Problem, wenn ich die verkaufe. So, da habe ich jetzt 375.000 gekriegt. Okay. So. Ja, so. Signale würde ich natürlich nicht verkaufen, denn es, auch wenn man dafür einiges bekommt. Ja, aber nein, nein, die sind zu wichtig, die verkauft man nicht. So. Verbrauchsmaterialien, die verkauft man auch nicht. Ich meine, irgendwann braucht man sie auf jeden Fall. Oder man müsste hier, was ich wirklich zu viel haben. Aber das geht eigentlich gar nicht. Man kann eigentlich nicht zu viel haben davon. So, weil das irgendwann verbraucht man das ja und das dadurch tut man das ja dann sparen, weil das wird dann aus dem Inventar genommen und man bezahlt das dann nicht nach dem Gefecht. So. Hier, wie gesagt, das ist hier
Zum Beispiel hier solche so Rümpfe und so weiter und solches Zeug, das kann man alles verkaufen, was hier drin ist. Ja. Das kann man alles verkaufen. Normalerweise müsste hier unten jetzt ein Button sein, alles verkaufen oder nicht. Also das geht nicht, okay. Aber zum Beispiel hier ist überall plus eins. Da müsste ein Button sein und das ist das, was ich meine. Hier könnten sie wirklich solche Feinheiten können sie machen, dass hier ein Gesamtbutton drin ist, alles verkaufen. Ja. Aber kommt schon einiges zusammen, ne, wenn man das so sieht. Ne? Ja, 1.200.000. Ja. S-Rumpf, okay. Mit der Sowjetski, dieser Rumpf ist von der Sowjetski-Sojus, ja. So. Ist A-Rumpf. Jetzt gehen wir mal bei der Sowjetski-Sojus rein. Zack. Sowjetski-Sojus war natürlich hier. Zack und zack. So. So, Module. So, und das geht's auf. So. Das ist der A-Rumpf. Ne? Und wenn man den jetzt, wenn ich den kann ich jetzt verkaufen, weil ich den drin habe. Ja. Hier habe ich zum Beispiel 30, hier habe ich 6 Sekundärgeschütze, hier habe ich 30 Flakgeschütze. So. So, Sekundärgeschütze habe ich hier weniger, aber dafür mehr Flakgeschütze. So. Es gibt welche, die da vielleicht mit mehr Sekundärgeschützen spielen und dann lieber diesen, aber das wäre natürlich Quatsch, weil bei, ihr seht, irgendwo bei TB hast du nämlich gleich 7200 EP weniger. Also diesen Rumpf wird theoretisch nie jemand einbauen. Ja. Die Panzerung ist das gleiche wie bei dem nächsten Rumpf. Aber weil da ja schon weniger TB hat, ja, es gibt eigentlich gar keine andere, also finde ich, ne? Also da entscheidet man sich natürlich nicht anders, sondern man verkauft den A-Rumpf. Ne? So, das ist hier der B-Rumpf, also der bessere. So. Ja. Entschuldigung. Da wollte ich natürlich nicht hin. So, ich wollte hier ins Inventar. So, jetzt dauert es aber also immer wieder eine Güte. Ja. Hier, Module. Ja, hier. A-Rumpf und ich bekomme 1.200.000 wieder. Ich meine, immer her, ne? Also das ist wichtig. Ne? So und so kann man das auch mit anderen machen. Wenn man mal Geld braucht, holt man sich halt dann so wieder Geld zurück, indem man hier ausgebaute Module verkauft. So. Das ist jetzt hier, das ist wieder grün. Ich könnte es jetzt wieder kaufen. Wäre natürlich Quatsch. Ne? So. Bin ja froh über jeden Credits, ne, den man hat. So. So wie ihr seht, jetzt könnte ich die Kremlin, wenn sie nicht schon angehakt wäre, kaufen. Aber ich habe sie, die Kremlin. So, was gibt es noch zu sagen? Bei Äußeres waren wir ja schon drauf. Ne? Signale könnte man eigentlich ausbauen hier, aber falls ich doch mal vor, ich habe jetzt noch keinen Kapitän drauf, aber wäre gut wieder mal. Da ist manchmal gut, wenn man ein Premium-Schiff hat. Da kann man einen Kapitän von muss natürlich auch ein russischer Kapitän sein, ne? Kann man den rüber und über machen, ne? Ohne dass man den umlernen muss. Weil wenn ich jetzt, sag ich mal, einen anderen Kapitän reinsetzen würde, von einem, der nicht angelernt ist hier drauf, müsste ich Geld bezahlen, um den hier, also Dublon, um den auf dem Schiff fahren zu können. Oder ich müsste freispielen, aber das wäre natürlich ineffektiv, den freizuspielen, weil das braucht man schon einige Gefechte, um den auf freigespielt zu haben. So, also wie gesagt, hier unten sind die richtig guten Signale, die man nicht immer bekommt.
Hier zum Beispiel Kapitänserfahrungspunkte 333%. Die nehme ich natürlich raus jetzt. So. Nee. So, die nehme ich also erstmal raus. So. Die nehme ich erstmal raus. So. Und wir gehen wieder auf die Schicht durch. Quatsch. So. So, wir gehen wieder aus dem Schorsch. So, da hatte ich ja alles drin. So. Hier sind Flaggen, das sind aber wie gesagt, hier seht ihr sie. Also hier konnte ich, habe ich zwei Flaggen bei dieses Russen auch spielt. Also das ist so bei dieser Sammlung, wo ihr vor uns gesehen habt, mit den goldenen Schlüsseln. Hier bei Sammlung. Ja, da habt ihr dann World of Warships und so weiter. Ne? Also, hier habe ich noch eine, habe ich hier noch nicht fertig. War glaube ich 2 Jahre. Ne? Ja. Und da habe ich jetzt keine Lust, irgendwas zu bezahlen, um diese 2 Jahre zu bekommen. Man bekommt dann bei den 2 Jahren Belohnung für komplette Sammlung. Ach, für die Monarchen. Da ich die Monarchen nicht hatte, war mir das ziemlich egal. Ich habe es auch immer noch nicht. Die Kiew habe ich auch schon. Aber die Kiew habe ich glaube ich schon, ne, oder war es eine Minz? Eine bessere Tarnung, egal jetzt erstmal. So, Heischulverletzung, ne, Schiffsbau, Sammlung Schiffsbau. Schnell und entschlossen. Ja, keine Ahnung jetzt. Hier zum Beispiel ist es drin, hier zweite Flagge. Ne, wenn man die Sammlung dann fertig hat, hat man hier eine zweite Flagge. Und dieses Tarnfarbschema konnte man freispielen. Und als Zusatz nochmal ein Tarnfarbschema. Ja, ich glaube, zwei Tarnfarbschemas. Hier auch zweite Flagge, Tarnfarbschema. Und hier nochmal eine zweite Flagge, eine zweite Flagge, also ein Kreuzer da. Und die SSR, das ist er sogar mit den, wo ich hier, deswegen konnte ich zwei Flaggen hochmachen, weil ich diese Sammlung habe. So, wenn euch irgendwas, ihr wollt wissen, Panzerung. Das geht hier rauf, zack. So. Also Kreuzer prinzipiell, seine schwere Kreuzer könnt ihr eigentlich mit der Panzerung komplett vergessen. Ist prallt auch mal was ab oder gibt Oberpens, aber ihr solltet euch nicht treffen lassen. So oder so. Jedenfalls habt ihr keine Panzerung. So. Weil, also ihr seht, hier ist 160 mm. So. Hier 75 mm. So. Man könnte auch so drauf gehen. Das sind zum Beispiel nur 20 mm. Was halten 20 mm auf? Nichts. Ob das jetzt hier vorne 15 sind, die halten, oder 16, 15, vollkommen egal. Die halten nichts auf. So. Und wer hier durchschießen kann, das ist so gut wie auch 75 mm. Wie gesagt, da können wir Oberpens hier, weil die einfach durchfliegen und ein Loch bloß hinterlassen, aber sonst nichts beschädigen. Ja. Können ja eventuell mal auftreten. Aber ansonsten, ja, 75 mm, selbst die, wie gesagt, die Türme hier, ne, also das haben wir hier 100 mm. Selbst da ist vielleicht mal ein DD da auf euch feuert oder so, aber die schießen eh mehr hier. Also die drei werden eh so, die schießen so oft, da ist das uninteressant, weil ob da hier mal eine abprallt oder was, das ist egal. Ja, also Tarnung ist wichtig, damit er nicht getroffen wird, weil ihr keine Panzerung habt. So, aber die ist halt leider auch schlecht, deswegen ist bei solchen Schiffen eigentlich entweder spielst du auf Reichweite, gibt da hier diesen Reichweitenflieger bei ihr, also bei der Schorsch, oder ihr spielt hinter Inseln,
nehmt Inseln als Deckung und seid sehr vorsichtig. Oder habt Teammitglieder, die euch Nebel mitgeben, dass ihr mit schießen könnt oder so. So. Überlebensfähigkeit. So. Artillerie. So, ihr könnt auch noch mal vieles ablesen. Ne? Also wenn man hier auf Hardbody geht, ihr geht mit dem Cursor einfach hier drauf, könnt ihr auch vieles ablesen, was euch vielleicht in der Zukunft, vielleicht am Anfang bei einer mit Zweier, Dreier rumspielt, je nachdem, wie fanatisch ihr spielt. Ne? Also die einen, die spielen vielleicht bloß die Zweier, Dreier und so, und das reicht mir vollkommen zu, alles andere ist mir dann schon zu kommerziell und alles. Keine Ahnung. Es gibt da so viele Geschmäcker da. Gerade spielt der nicht. So, also wie gesagt, ihr könnt hier drauf gehen und das seht ihr alles. So. Auch wenn ihr Torpedos habt, hier drauf gehen. So. Wird euch auch angezeigt, was eure Torpedos, außer das, was schon drin steht, hier können. Ne? Selbst Knoten ist relativ schnell, also aber dadurch, dass er nur 4 Kilometer hat, das ist nur wirklich die letzte, der letzte Ausweg, wenn euch zum Beispiel einer hinter der Insel rausjagen will, könnt ihr den mal 4 Kilometer Torps entgegenschmeißen. Die sind relativ fix mit 70 Knoten bei ihm, aber wie gesagt, das ist nur der letzte Ausweg. Wenn es dann soweit ist, seid ihr meistens so erschrocken, wenn ihr nicht Eiswasser in den Adern habt, dass ihr die ganz vergessen habt. So, Äußeres nochmal zurückzugehen. Wie gesagt, Flaggen, das sind alles so, ja, Andenkenflaggen und Sammelflaggen und ja, bin da nicht so verrückt drauf, ich hätte auch schon mehr haben können hier, aber die kann man dann so in so gewissen Gefechten wie hier Unternehmen der Woche, ne, da gibt es dann auch so Halloween-Gefechte und so weiter und Bibabo, das könnt ihr euch dann angucken hier. Da könnt ihr dann Koop-Gefechte, also kannst du gegen Bots, mit anderen gegen Bots kämpfen, also Zufallsgefechte ist natürlich das, was ich immer spiele. So. Wenn ihr hier gewertete Gefechte zur Zeit, könnt ihr da Stahl abgreifen. Ja. Geht natürlich nicht mit, es geht aber nur mit Zehnern. Könnt ihr also nur mit Zehnern. Also manchmal ist es auch, gibt es gewertete Gefechte auch für kleinere Stufen. 9er habe ich schon gesehen. Das war 6er, glaube ich. Oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber gab es auf jeden Fall auch schon für andere Stufen. So, das nächste. Tarnung. Achso, man hat noch was zu sagen. Und zwar bei gewerteten Gefechten gibt es hier eine besondere Fahne. Die habe ich jetzt noch nicht erspielt. Letztens hatte ich sie. Da gibt es sogar zwei besondere Fahnen. Und zwar hat man dann auf der Fahne draufstehen, meinetwegen 10% mehr EP oder irgend sowas. Ja, also da müsste ich hier hingehen, aber ich zeige es euch mal. Hier war es, Ränge. So, ah, ihr seht, was hier kommt, das kann man gewinnen, ne? Bei wenn man gewertete Gefechte, ich habe wie gesagt bis 15 das letzte Mal gespielt und dies habe ich nur freigespielt, die 15 einmal gespielt und dann hatte ich schon die Schnauze voll. Also wie gesagt, normalerweise rate ich hier Leuten ab, das zu spielen, weil das zu kommerziell geworden ist. Also, dass da Geld verdient werden muss oder dass das deswegen gemacht worden ist, das Spiel ist ganz normal. Aber ich finde, manche Spieleentwickler oder Betreiber übertreiben es. Und hier bei Wargaming ist das für mich ein Extremfall. Aber das muss jeder selber für sich entscheiden. Ich tue da niemanden verteufeln. Ich bin ja auch noch in dem Wahn drin. Hier ist er. Ja, so. Für diese Flagge, wenn man das dann den Rang 10 erreicht hat, bekommt man dann 10% oder so mehr EP.
Gibt es da noch eine rote Flagge irgendwo? Wahrscheinlich ist es die letzte. Früher gab es immer eine Piratenflagge. Hier gibt es nur diese Hydra, ne? Also das ist hier schon, da gibt es noch mal viel Stahl. Uiuiui. So, wo war die? Hier ist er. Ja, also da gibt es dann, glaube ich, mehr, aber die habe ich noch nie gehabt. Das ist mir immer, ich habe immer das Glück, ich komme immer mit den schlechtesten Teams zusammen. Ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Ich falle immer wieder runter. Also hier ist eine Glückssache und keine Ahnung, ob es da irgendwo Einstellungen gibt. Es gibt welche, die behaupten ja, es sind ja Algorithmen drin, wo festgelegt wird, wie oft einer gewinnen darf und wie oft nicht. Aber es ist halt eigentlich nur Spekulation. Also das bringt nichts, da sich den Kopf zu machen. Ich komme jedenfalls so oft mit anderen, mit schlechten Spielern zusammen, dass ich wirklich immer 110% geben muss, um wirklich das gewinnen zu können, oder 150 sogar. Und dass ich wirklich ein bisschen das Gefecht so weit beeinflussen kann, dass man das gewinnt. Und ich muss wirklich ein gutes Schiff haben, was auch noch ein bisschen OP ist am besten. OP, ne? Also wie gesagt, die Kremlin hier ist ein bisschen OP, die ist schon zweimal oder so genervt worden, weil sie zu gut war. Und die ist immer noch gut. Die hat halt sehr genau und sehr viel Schaden gemacht. Macht sie aber immer noch. Nur nicht halt so viel wie früher. So, bei der Smolensk ist es so, dass die wahrscheinlich bald rausgeht. Also jetzt wurde auch irgendwie schon angekündigt, weil die zu stark ist eigentlich. Die hat Nebel, die hat zwar bloß diese 32.400 Trefferpunkte, aber dadurch, dass sie Nebel hat, relativ flink ist, relativ, ne? Und so schnell viel schießen kann, dass man denkt, es regnet, ne? Also die ist extrem. Die hat ja hier Vierlingsgeschütze, also das sind ja so, in meinen Augen sind das ja schon mehr so Maschinenguns, aber na gut. Ja. Also wie gesagt, die ist extrem stark. Die wollen sie rausnehmen demnächst, deswegen habe ich die mir noch geholt. Ich habe sie nicht oft gespielt, weil ich finde es einfach zu unfair, mit der zu spielen. Wie gesagt, man muss aber auch Glück haben, ne? Man muss wirklich, dass man auch da ein gutes Team hat. Aber Schaden machst du mit der immer. So. Wo waren wir stehen geblieben? Äußeres. So. Also das, wie gesagt, ist alles selbsterklärend, ja. Ja, wenn man drauf geht. Ja, das sind für mich die Kampfflaggen hier, die oberen zwei Reihen. Ja, also das ist wichtig hier zum Beispiel für DDs zum Beispiel oder gerade für diese Schmollenz, ja, ne? Ja. Obwohl das reicht schon, bei der Schmollenz reicht das schon zu, wenn die zwei Zitadellen bekommt, ist die schon weg. Ja, die brauchen noch nicht mal eine Detonation. Aber es gibt halt Schiffe, die sind sehr anfällig drauf bei Detonation. Und wenn man einmal detoniert ist, bekommt man aber allerdings 10 von. Ja. Also ist kleiner Trostpreis. Bei 10 Gefechten, wenn man die vorne drauf hat, platzt man jedenfalls dann nicht mehr. Wenn man sie dann drauf hat. So, Tarnung. So, ihr habt überall diese schönen Farben. Ne? Die bringen wirklich was. Ja, die anderen, die habe ich ja verkauft. Ne? Habt ihr ja gesehen. Ah, ne, die nicht. Ja. Das ist ja der permanente Tarnung. So. Bei der Smolensk ist die permanente Tarnung mit dabei gewesen. Wenn man die sich mit Kohle geholt hat, war da die permanente Tarnung mit dabei. So, und das ist halt auch gut zum Creditsform. Bekommt man halt hier, ihr seht selber, 20% mehr Credits.
Ne? Und 50%, wenn das Schiff kaputt gegangen ist oder Schaden genommen hat, 50% Schiffswartungskosten werden da erstattet. Wichtig natürlich dabei ist diese Erkennbarkeit zu Wasser, minus 3%, und Streuung von Granaten der Gegner auf ihr Schiff, minus 4%. Ja. Also 4% höhere Streuung, ne? Also plus 4%. Also treffen die euch theoretisch schlechter, aber nur theoretisch. Praktisch treffen die euch trotzdem gut. Aber wenn ihr es nicht drauf habt, betrefft es euch noch besser. So habt ihr mal den Chance oder mal den Hauch, dass es überlebt, eine Salve. Ja, als wenn ihr die jetzt drauf habt. So, andere Tarnungen, die könnt ihr euch auch spielen. Oder könnt die gewinnen, so nach und nach. Ne? Also, ja. So, dann gibt es auch noch solche Tarnungen hier. Ja. Die kann man sich für Dublonen holen oder einbauen. Wird dann automatisch, solange man Dublonen da oben hat, draufgebaut. Erkennbarkeit ebenfalls zu Wasser minus 3. Ist, wie gesagt, das ist in den unteren Stufen, in den 3er, 4er, Tierstufen, ist das absolut unnötig, das drauf zu machen. Und selbst in den höheren Stufen, es kommt darauf an, was man fährt. Wenn man sowieso immer vorne dabei ist und immer offen ist, kann man ja auch das sogar in 10er-Gefechten vernachlässigen. Wenn man sowieso zum Beispiel, ich fahre mit der Kremlin zum Beispiel auch immer sehr aggressiv nach vorne. Da muss ich schon wirklich mit dem Teufel zugehen, dass keiner da ist in meiner Nähe und ich dann doch wegfahre, weil ich halt nicht alleine kämpfen will. Aber ansonsten könnt ihr sogar in den gewissen Schiffen auch, weil ihr sowieso vorne dran seid, aber halt sind nur Schlachtschiffe eigentlich, wo das sinnvoll auch in den 10er-Gefechten ist. Ja. Wo man die mal weglassen kann. So. Dann sage ich, wie hier können wir zum Beispiel zu Halloween auch spielen. Ja, so Halloween. So sehen die dann aus hier. Kann man kurz mal antippen. Ah, ist schon wieder weg. Aber egal. Ja. Hier ist nur weiß. Ah, es geht auch wieder raus. So. Ja, und das ist halt überall unterschiedliche Werte mit drin. Ihr habt zum Beispiel plus 100% Kapitäns-EP. Ja. So. Hier habt ihr zum Beispiel Mosaik, nennt sich das, Tarnung 3, 4, also immer wichtig. Also, ne, ja. EP-Gefecht 400. Ja. Also, wenn ihr gerade ein Schiff hochformt, ja, so wie ich halt jetzt die Schorsch. Ja, dann könnt ihr dann das alles ist, aber wie gesagt, ich nehme dann lieber eins, wo auch der Kapitän mit dabei ist. Gibt es ja hier zum Beispiel auch, ne? Wo da bloß 75 EP Prozent sind. Ne? Aber dafür sind halt noch 10%, Schiffswartung noch 10% mit dabei. Ja. EP-Gefechte nochmal 100%. Also, wie gesagt, das kann doch echt dann alles auch spielen, irgendwann bei Events oder bei Feiertagen etc. Ja. Aber wie gesagt, es macht halt keinen Sinn in den kleinen Stufen, Dreierstufen, Viererstufen. Also. Oder ihr macht dann wirklich nur diese Tarnung rein hier, Erkennbarkeit zu Wasser. Ne? Oder. Weil die bekommt ihr teilweise hinterhergeschmissen. Ihr habt gesehen, wie viel ich vor uns verkauft habe. Die kommen so schnell hier rein, so schnell könnt ihr dann ruhig immer mal was verkaufen davon. Hier 4%, hier sind alle beide. Ne? Das kann man mal drauf machen auf die kleinen Stufen, ne, bei den Schiffen. So. So, da habe ich euch eigentlich das erzählt, was so im Hafen so ist. Ja. Fällt mir jetzt auch nicht weiter ein. Feldzüge und so weiter, Kampfaufträge könnt ihr annehmen, wenn ihr die schon freigespielt habt und seid Stufe 15. Ja, Herausforderungen. Ja, Hearts of Oak.
Das bekommt er 10 Morgen, König der Morgen. Gewinnen Sie Gefechte. Ne? Das ist dann, das geht aber automatisch, solche Dinger. Oder hier zum Beispiel, können nochmal hier einige, das erste Mal geben Sie ein Gefechte, muss in ein Klangefecht abgeschlossen werden. Also hier sind dann auch die Parameter aufgeführt, Klangefecht und so weiter. Persönliche Aufgaben zum Beispiel. Ja. So. Hier könnt ihr die Legendary-Module auch spielen. Gerade bei der Wooster hier zum Beispiel. Ne? Da habt ihr dann hier verbesserte Gegenmaßnahmen. Ach, die einen, die benutzen es, die anderen benutzen es nicht, weil ihr habt dann halt, wenn ihr dieses Legendary-Modul habt, habt dafür das eine oder andere verbessert, und dafür wird automatisch ein irgendwas anderes verschlechtert. Ja, also muss dann jeder selber wissen. Ja, auch hier, ne, bei der wo steht's? Bei der Zoll, ne? Ja, wie gesagt, dafür wird was anderes, wenn ihr diese Module auch spielt habt. Für die 10er Schiffe, ne, für die 10er Schiffe nur, bekommt ihr dafür diese Legion-Module. So. So, das fällt mir erstmal jetzt nichts weiter ein. Dublons, ihr seht's. Ja. So, Premium-Laden, auch alles selbst erklärend. Hier steht, ihr könnt euch Dublonen holen, ihr könnt euch Premium holen, also Premium Zeit, könnt ihr euch noch andere Schiffe kaufen, Exeter Royal Navy, wie gesagt, das muss jeder selber wissen, ob er auch wie viel er Geld ausgibt. Ja. Ich verteufel niemanden, ich sage es nur, wie gesagt, es ist schon relativ teuer. Ja, das ist jetzt dann das nur das Einzelne. Ich habe jetzt gerade hier Premium habe ich jetzt mal gekauft, 426. Da war ein Angebot für 38 das ganze Jahr, 38 Euro. Wenn ihr sowas dann habt, könnt ihr euch das natürlich kaufen, wenn ihr sicher seid, ihr spielt. Das muss jeder selber wissen. Dann wartet aber auf solche Events, auf solche Feiertage. Und guckt und seht immer rein, was gibt's, wo gibt's Rabatt und ne, dann versucht das damit für euch günstigerer zu auch kaufen und um damit zu spielen. So. Ja, das war's erstmal. Ich hoffe, ich konnte was erklären. Ich habe nicht zu sehr rumgestammelt und der eine oder andere hat was verstanden. Ne? Und ich hoffe, ich fahre jetzt noch ein Gefecht und dann werden wir sehen. Ihr könnt ja ausschalten schon. Ich fahre jetzt noch ein Gefecht rein. Ich gebe das dann hier, ich tue das dann auf YouTube veröffentlichen als Lehrvideo. Sollte einer, ich werde sehen, ob Interesse dran besteht. Gebt mir einen Daumen hoch oder Daumen runter, falls ich noch eins machen soll. Ich weiß, das kennt bestimmt andere besser. Aber ich weiß auch nicht, was gerade so im, sag ich mal, im Netz so an Anfänger-Guides kursiert. Ne? Also von daher. Ah nein, will er nicht mit der Schmollenz fahren? Nein. Ui, hätte ich aber beinahe Fehler gemacht, will er nicht mit der Schmollenz, will er mit der Schorsch fahren. Ich mache hier mal Schluss, zack, damit dann das Video nicht zu lang wird.